Okay, gut, dann fangen wir an. Heute müssen wir über ein paar sehr wichtige Dinge sprechen, was Yoga angeht, aber vorher organisatorisch bzw. wie dieses Projekt zustande gekommen ist. 2012 wurde es in Russland das erste Mal veranstaltet. Da waren auf 3 Monate verteilt, ja, weiß, 300, 400, 500 Leute. Okay, das ist sehr gut angekommen. Damals war das erste Jahr, hat so richtig eingeschlagen. Die Jahre nachher hat es sich dann verteilt auf mehrere Yoga-Camps dort ebenfalls und auch in einem kleineren Rahmen. Von meiner Seite in Deutschland ist es hier jetzt das 5. Jahr, also 2013 habe ich das erste Yoga-Camp gemacht in so einer ganz kleinen Gruppe. 5, 6 Leute, glaube ich, waren dabei. Ilja war übrigens dabei, einer der ersten. Und das ist jetzt sein zweiter Yoga-Camp nach 5 Jahren. Freut mich sehr. Okay, wie gesagt, viele von euch kenne ich schon, viele sind neu heute gekommen oder dieses Mal, was mich auch sehr freut. Okay, wie das alles funktioniert beim Yoga Camp, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen festgestellt, dass es über eure Spenden, über die freiwillige Aufwendung organisiert wird und finanziert wird. Was ihr bereits bezahlt habt zum Übernachten, das müssen wir an den Platz, an den Pächter hier abgeben, sozusagen. Was ihr in der Küche bezahlt, ist Einkauf und für die Mädels ein bisschen Taschengeld, weil sie aushelfen. Ansonsten für das Yoga-Programm, für die Yoga-Lehrer, im Nachhinein ist es so, dass wir eine Donation-Box haben oder ihr könnt uns das selber persönlich überreichen, eure Wertschätzung für das Projekt in der Form und in der Höhe, die ihr für angemessen hält, okay, für dieses Projekt. Es war nämlich so angeblich in der Tradition früher, in der vedischen Tradition, wenn man sich einen Lehrer gewendet hat, hat ein bestimmtes Wissen bekommen. Es waren ja alle unterschiedlich situiert, wie es auch heute ist. Und mehr oder weniger hat jeder dann entschieden, wie viel er für dieses Wissen entsprechend, ob es ihm geholfen hat oder nicht, inwiefern er dieses Wissen dann zurückgezahlt hat. In Form von vielleicht materiellen Gütern, in Form von Geld oder in Form von Dienst, weil man hat es früher auch so gehandhabt, dass man beim Yogalehrer im Ashram oder im Tempel gewohnt hat oder in seiner Schule und hat ihm bei seinen alltäglichen Dingen geholfen. Und dafür hat man dann bestimmtes Wissen übermittelt gekriegt. Je nachdem, wie weit man war, also nicht jeder hat gleich alles bekommen, die Jüngeren wahrscheinlich die Basics oder die Sachen, die wohl etwas einfacher sind, entsprechend ihrer geistigen Ebene sozusagen. Okay, heutzutage schaut es etwas anders aus. Und da komme ich gleich auf etwas Ernsthaftes zu sprechen. Meine Erfahrungen und meine Erlebnisse die letzten Jahre sind ziemlich unterschiedlich gewesen. Und so wie ich das Yoga bekommen habe, also gelernt habe, war es leider aus meiner jetzigen und heutigen Sicht so, dass man die Yoga-Lehrer so unterrichtet hat, ihr seid was Besseres, ihr seid so wie Halbgötter, ihr seid fast erleuchtet und alle müssen, naja, vor euch sehr viel Respekt und sehr viel Achtung haben. Und diese Erziehung, egal ob das bei einem Kind ist oder bei einem erwachsenen Menschen, mit dieser Meinung, dass man etwas Besseres ist als alle anderen, das ist im Grunde genommen eine Falle. Eine Falle, aus der man sich schwer heraus weiterentwickeln kann und eine Falle, die einen Menschen sehr in den Hochmut treibt. Und Hochmut kommt sozusagen vor dem Fall. Deshalb ist es auch so gewesen, vielleicht auch aus diesen Gründen auch, dass man von Leuten enttäuscht wird, die sich auch Yoga-Lehrer als Yoga-Lehrer bezeichnen. Okay? Man sollte jetzt nicht unterscheiden, wie gesagt, wie ich es beigebracht bekommen habe, man sollte nicht unterscheiden zwischen einem Menschen, der Yoga praktiziert und die anderen, die Yoga nicht praktizieren, naja, die sind irgendwie da im Abseits, die entwickeln sich nicht weiter und die sind irgendwie Menschen von zweiter Sorte. Ich meine, das sollte nicht so sein. Auf alle Fälle sind wir alle gleich und ich bin auch nichts anderes als ihr. Der Unterschied ist vielleicht, dass ich paar Jahre länger Yoga mache, okay, als ihr. Vielleicht ist der eine oder andere von euch, der wohl schon länger sogar praktiziert als ich. Aber was das Menschliche angeht, also menschliche Stärken, das menschliche Charakter,
meine Erfahrungen, meine Feststellungen der letzten Jahre oder des letzten Jahres und der Monate, ob ein Mensch Yoga praktiziert oder nicht, sagt über ihn als Menschen überhaupt nichts aus. Okay? Weil ich habe Freunde, Bekannte, wie gesagt, die sich als sehr weit entwickelt erachten, die mich sehr enttäuschen. Auf der anderen Seite habe ich sehr gute Freunde, die wo kein Yoga praktizieren, die wo auch vielleicht ab und zu Alkohol konsumieren, die Fleisch essen, die sehr, sehr stark zu mir halten, okay, die für mich ihre Hand ins Feuer legen würden. Also das sind meine Erfahrungen aus den letzten Monaten. Deshalb ist es so, dass für euch aus meiner Sicht aus, dass ihr das nicht falsch versteht, dass es alles ein bisschen mehr Transparenz bekommt. Alles, wo Yogaschule Minsk drunter steht, also darüber oder darunter als Überschrift oder als Unterschrift, ist alles von mir. Dafür kann ich mich verantworten, weil es geht auch um Verantwortung. Wo etwas anderes dabei steht, da übernehme ich keine Verantwortung darüber. Was Menschen erzählen, was sie euch weismachen wollen oder was sie euch auch Gutes beibringen. Aus dem Grund, weil in Deutschland sind die Quellen leider ein bisschen sozusagen eingegrenzt. In Russland ist der Esoterikmarkt sehr riesig. Es gibt sehr viele Schulen, sehr viele Leute, die zum größten Teil auch widersprüchliche Dinge erzählen. Wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich einen Yoga-Lehrer, einen Mentor oder was weiß ich, eine Person gefunden irgendwo in den Weiten des Internets, und er ist der Beste, ich folge ihm und nur er hat recht, dann stelle ich nach einigen Monaten fest, dass jemand anders, der wo auch so gut ist, der wo auch klug und gebildet erscheint, ganz widersprüchliche Dinge erzählt zum Ersten. Man kommt dann für sich selbst zu einer Schlussfolgerung, was ich auch vor einem halben Jahr angesprochen habe, dass das Yoga ein Experimentalfeld ist. Okay? Bei Experimenten hast du eine Theorie, die erst bestätigt werden muss. Man stellt ein bestimmtes Experiment auf, zum Beispiel jemand sagt, das und das ist gut. Man sollte es nicht für die bare Münze nehmen, auch was ich erzähle, müsst ihr nicht für bare Münze nehmen, sondern alles wirklich sehr kritisch betrachten. Beim Experiment meine ich so, man nimmt ein Wissen oder eine These oder eine Theorie und muss sie erst an eigene Erfahrung feststellen oder widerlegen. Ist es wirklich so oder ist es was anderes oder ist es nicht so? Weil nicht nur im Yoga, sondern auch in der Psychologie, bestimmt auch in anderen Feldern der Wissenschaft, ist es auch so, dass sich die Praxis von der Theorie also sehr, sehr unterscheidet, vielleicht sogar widersprüchlich ist. Deshalb ist diese ganze Theoriegeschichte und die ganzen Lehren nicht mit Vorsicht, sondern mit einer Kritik zu genießen, kritisch aufzunehmen. Okay? Gut, weil wenn wir über das Yoga speziell sprechen, ist es eine sehr, sehr ernste Geschichte, vielleicht ernster, als man am Anfang denken würde. Ich erzähle euch dann folgende Theorie und eine folgende Verhaltensweise. Jeder von uns ist wie eine Batterie, kann man so sagen. Wir kommen in ein bestimmtes Energiepotenzial, was auch ständig generiert wird und geschöpft wird. Und mit diesem Energiepotenzial können wir unsere Realität aufbauen sozusagen, können uns in der Realität verwirklichen. Zum Beispiel in die Schule gehen, Beruf ausüben, eine Beziehung aufbauen, Familie aufbauen, alles was halt mit unserem Leben zu tun hat. Dafür brauchen wir Energie, um zu leben. Wir können aber mit diesem Energiepotenzial arbeiten, entsprechend wenn wir Yoga praktizieren. Sobald wir in eine bestimmte Position uns hinsetzen, in einer bestimmten Asana, verschließen wir diesen Energiefluss, der nach außen strömt und unsere Realität aufbaut, verschließen wir in uns drin und wir können dann damit arbeiten. Im Idealfall oder so wie das Yoga geschaffen wurde, müsste man diese Energie nach oben leiten, also seinen eigenen individuellen Kanal nach oben aufbauen, und wenn dieser Kanal aufgebaut ist, kommt es zur Wechselwirkung von Energie. Also es fließt meine Energie nach oben, es fließt die Energie vom Schöpfer nach unten. Okay? Dieses Prinzip ist klar. Wenn man sich beginnt zu drehen, zusammenzuziehen, irgendwie zu verdrehen, zu verknoten, verschließt man diese äußere Energie, man ist dann wie so ein Gefäß,
Okay, und diese Energie muss irgendwo hin. Im Idealfall, wie ich schon sagte, nach oben. Aber nicht jeder hat diese Öffnung oder diesen, das sage ich mal, Strang oder Kanal nach oben. Nicht bei jedem funktioniert er gut. Wenn er nicht gut funktioniert, passiert das Folgendes. Wenn da oben ein Deckel ist, dann geht der Körper nach und nach kaputt, weil diese Energie muss irgendwo raus. Und wenn ich jahrelang, monatelang praktiziere, beginnt mein Körper auseinanderzufallen. Im anderen Fall beginnt diese Energie, wenn sie im Körper eingedrückt wird, akkumuliert wird, nach unten durchzubrechen. Und ich baue einen Kanal nach unten auf, in die niederen Welten, in die Welten, wo alles schwarz ist. Und so bekommt die Aura nach und nach, kann sie auch schwarz werden dadurch. Okay? Und der Mensch aus einem guten Sinn, aus einer guten Hoffnung, irgendwo sich zu entwickeln, irgendwas Helles zu erreichen, wenn er bestimmte Sachen nicht berücksichtigt, kann es sein, dass er ins Negative und ins Minus arbeitet. Okay? Das ist die andere Geschichte. Deshalb heißt es, weil die Christen, die sind ja so gegen das Yoga, zum Beispiel in Russland auch vor allem, und sagen, wenn ihr das macht, das kommt alles vom Teufel und ihr werdet schwarz und das ist alles Satanismus. Nicht in allen Fällen. In den Fällen, wenn man das Yoga richtig betreibt, wenn man bestimmte Lebensprinzipien einhält, bestimmte diese Lebensprinzipien, ist es so, dass man diesen Deckel nicht hat. Dieser Deckel oben ist der Verlust von meiner geistigen Ebene. Was denkt ihr, durch welche Handlungen oder durch was der Mensch seine geistige Ebene verlieren kann oder sein geistiger Kanal? Habgier. Zum Beispiel durch Habgier. Speziell, wenn er habgierig handelt. Genau. Neid. Durch Neid, genau. Noch was? Lügen. Durch Lügen auch, genau. Weiter? Naja, wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Da liegt ihr alle richtig. Wenn man jetzt speziell das Yoga betrachtet, gibt es die Prinzipien vom Yama und vom Niyama. Deshalb hat Patanjali aus diesen Gründen auch, es muss ja ins Plus arbeiten, ihr müsst ja euch nach oben entwickeln und nicht nach unten, diese Yama-Niyama-Prinzipien aufgeschrieben. Vielleicht hat es nicht selber erfunden, weil zu der damaligen Zeit hat es in Indien sehr viele Yogaschulen gegeben, sehr viele philosophische Richtungen gegeben. Und er hat das in seinen Yoga-Sutren zusammengefasst. Also unter anderem auch das Yama-Niyama. Das Yama-Niyama hat er festgesetzt, so sollte der Anfang der Yoga-Praxis sein. Er hat ja diese 8 Stufen dann aufgeschrieben. Das Yoga beginnt mit dem Yama, Niyama und danach kommt erst das Asana. Also erst diese Körperübungen, die wir zusammen machen. Davor alles ethisch-moralische Prinzipien, die man sich aneignen sollte. Und das sind im Grunde genommen nur 10 und die sind auch nicht schwer zu erlernen und irgendwie sich zu verinnerlichen. So ähnlich wie im Christentum die 10 Gebote, die wo früher wahrscheinlich jeder auswendig gekannt hat, sollte man, wenn man Yoga praktiziert, das ist meine eigene Meinung jetzt, sollte man diese 5 Yama und 5 Niyama Prinzipien auch beherzigen und danach leben, damit eure Yoga-Praxis wirklich Sinn macht, damit ihr euch wirklich in die richtige Richtung entwickelt. Weil wenn es so ist, wie wir das vorhin angesprochen haben, wenn der Mensch Habgier entwickelt, schon im Vorfeld, durch das Yoga wird diese Habgier nur noch vergrößert und verstärkt. Wenn ein Mensch etwas hochmütig war und sich für etwas Besseres gehalten hat, was ich vorhin angesprochen habe, wird durch das Yoga, weil er dann noch mehr Energie aufbaut, diese Energie in bestimmte Zentren geleitet und sein Hochmut schwillt über sozusagen. Und so ist es beim Negativen, aber Gott sei Dank beim Positiven auch. Wenn der Mensch positive Eigenschaften hat, positive Tendenzen, positive Gewohnheiten, werden diese Gewohnheiten durch das Yoga auch gestärkt. Okay? Das ist jetzt so eine kurze Einleitung bei uns. Deshalb, aus meinen Erfahrungen, von denen ich gesprochen habe, möchte ich heute speziell auf die Yama und die Niyama Prinzipien eingehen, die Patanjali aufgestellt hat, weil das wirklich die Basis ist und es schadet nicht, das
auch mal zu wiederholen, wer sich schon auskennt oder wer solche Vorträge schon einmal gehört hat. Aber zusammen in der Gruppe bauen wir jetzt das nochmal auf und erklären die einzelnen Prinzipien. Gut, gibt es jetzt zu diesem Abschnitt Fragen im Vorfeld? Okay, dann fangen wir an. Aber funktionieren die in beide Richtungen? Die meisten Menschen, normalerweise sollten sie, da hast du auch wieder recht, normalerweise sollten sie in beide Richtungen arbeiten. Die meisten Menschen sind aber abgekapselt, weil ihnen diese Energie, die nach oben, nach unten gehen soll und der Mensch seine Verbindung zur Sonne und zur Erde aufbauen soll, wird von anderen parasitären Strukturen einfach abgezapft. Und so hat der Mensch selber nicht genug Energie, um irgendwie seine Kanäle nach oben aufzubauen. Das waren wirklich Heilige aus der Vergangenheit, die ihren eigenen guten Energiekanal hatten und entlang dieses Energiekanals oder durch diesen Energiekanal sind sie dann in höhere, sozusagen, in höheren Gefilden des Universums wiedergeboren. Sie haben das sich selber aufgebaut. Man kann sich aber so einem Heiligen auch anschließen und über seinen Energiekanal arbeiten. Zum Beispiel, wenn Sie Buddha nehmen oder Jesus Christus, die ihre eigenen starken Energiekanäle hatten, sich meditativ diesem Heiligen anschließen, dann bekommen Sie auch bestimmte Erfahrungen. Das wird für euch so ein bisschen sein, dass es eine Beschleunigung ist für eure Entwicklung. Aber jeder müsste im Grunde genommen sich seinen eigenen Energiekanal aufbauen, was wirklich sehr schwierig ist. Was Sie meinen mit dem unteren Energiekanal ist zwar auch wichtig, aber das ist schon der Begriff sozusagen Tantra, wie man ihn nennt. Tantra ist keine sexuelle Übereinkunft von Mann und Frau. Tantra ist einfach die Verbindung des Weißen, der obere Energiekanal, des Hellen, des Guten, die Verbindung mit dem Schwarzen, mit dem unteren Kanal, mit dem Schlechten, mit dem Bösen. Weil die Menschen aber Menschen nun mal sind und ins Schwarze hineinzufallen und schwarz zu werden sehr viel leichter ist oder sehr einfach ist, dass man in Versuchungen gerät, ist es wichtig, dass man einen starken Kanal nach oben zuerst hat, so eine halbe Heiligkeit für sich aufgebaut hat und erst dann beginnt man mit dem unteren Kanal zu arbeiten und da sich auch damit auseinanderzusetzen, dass man im Grunde genommen zum Schluss wie das Yin-Yang-Prinzip, das Yin und das Yang vereinen kann und dadurch auch bestimmte eine Erleuchtung und eine bestimmte Ebene bekommt. Okay? Einseitig sich zu entwickeln ist auch nicht gut, aber am Anfang, wie gesagt, eins nach dem anderen. Am Anfang nach oben und dann nach mehreren Jahren Praxis kann man auch nach unten beginnen zu arbeiten. Weil es von den Heiligen auch heißt, Buddha, Jesus und andere Heilige aus anderen, Religionen, die hatten immer beide Kanäle offen, nach unten und nach oben. Aber wer kann heutzutage schon mit seinen niederen und mit seinen dunklen Seiten zurechtkommen? Meistens regieren sie dann einen, den Menschen. Und zum Schlechten für sich selber und für das Umfeld. Wenn man jetzt eine andere Theorie nimmt mit den Chakren, weil man sagt, man muss die Chakren öffnen, und damit sie gut arbeiten und alles andere. Manche sagen, man müsste unten anfangen und sich langsam nach oben hocharbeiten. Manche sagen, man müsste oben anfangen und sich langsam nach unten durcharbeiten. Das sind wieder zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Aber wenn ihr beginnt, zuerst die unteren Chakren zu öffnen, und die oberen nicht funktionieren, habt ihr wieder dieses Sittliche, dieses Moralische, dieses, was euch zum Guten zieht, habt ihr weniger geöffnet, habt ihr weniger in Funktion und die unteren Chakren werden euch dann wieder in Begierden hinziehen, wo ihr ganz, ganz lange verweilen wird und von geistiger Entwicklung wird dann weniger die Rede sein. Deshalb auch der Ratschlag, wenn man mit den Chakren arbeitet, oben anfangen, weil das eben die geistige Welt ist, die spirituelle Welt ist und danach nach unten weiter. Okay? Gut, Yama-Prinzipien. Haben wir 5 Stück und ich beginne gleich sie aufzuschreiben. Das erste Prinzip ist Ahimsa. Ahimsa wird so übersetzt, das Nichtzufügen von Schaden. Am Anfang aber sich selber.
und das Nichtzufügen von Schaden anderen Lebewesen, um mich herum auch. Es gibt hier zwei unterschiedliche Meinungen. Am Anfang meiner Yoga-Praxis oder die ersten Jahre habe ich mich diesem Ahimsa-Begriff in der Form gehalten. Vielleicht auch ist es gut, am Anfang so zu denken, dass man keinem was zuleide tut, dass man ein sehr gutherziger Mensch ist und nichts, keine Ahnung, keine Aggressionen empfindet und keine bösen Emotionen sonst auch empfindet. Aber ich habe die Theorie gehört, dass von bestimmten Strukturen dieser Begriff dazu ausgenutzt wird, die Menschen zum Pazifisten zu machen. Ein Pazifist ist ein Mensch, der sich nicht verteidigt, wenn er angegriffen wird. Okay, und sagt, das ist alles Karma. Wenn man mich auf die rechte Backe schlägt, halte ich auch die linke hin und alles Mögliche, bis man irgendwann gar nicht mehr fähig ist zu funktionieren. Deshalb, das ist wieder auch meine eigene Meinung für heute. Und wie ich schon sagte, da Yoga eine experimentale Basis ist, ist es so, wie ich vor 3 Jahren gedacht habe, ist anders, wie ich heute denke. Wie ich heute denke, ist anders, wie ich nach 3 Jahren wieder denken werde. Okay, das ist eine ständige Entwicklung, ein ständiger Prozess. Zum Ahimsa zurückgekehrt, man sollte nicht dadurch in diesen, wie habe ich das jetzt gesagt, Pazifismus verfallen und sagen, alles ist der Wille, der Wunsch Gottes. Wenn jemand zu mir kommt und mich angreift, wenn jemand mich beklaut und mir andere Sachen antut, die mir nicht gefallen, muss ich über mich erdulden lassen. So sollte es nicht sein. Ahimsa bedeutet das Nichtzufügen von Schaden auch mir selber gegenüber. Und wenn jemand zu mir kommt und mir Schaden hinzufügen möchte, handle ich nach diesem Ahimsa-Prinzip und versuche mit allen möglichen Mitteln diesen Schaden von mir abzuwenden. Okay? Das heißt, die Angreifer beseitigen und jemand, der mir Böses tut, der kriegt das Böse auch wieder zurück. Okay? In dieser Form. Ansonsten, wenn man ein Pazifist ist und alles mit sich machen lässt, ihr seht ja alle, was um uns herum passiert, dann wird es auch ebenso weitergehen und keiner widersteht eben diesem Bösen. Und das heißt in Bösen in Anführungszeichen. Vielleicht ist es auch gut, das ist jetzt nur für mich eine Bezeichnung, damit ihr es besser verstehen könnt. Aber das ungestrafte Böse wird nur noch größer. Das wird von vielen Lehrern und in vielen Quellen so benannt. Das Nichtzufügen von Schaden, speziell beim Yoga, ist es so, wenn man das Yoga praktiziert, muss man behutsam mit seinem Körper umgehen. Man sollte nicht übertreiben und sich keine Verletzungen hinzuziehen. Okay? Es muss im Rahmen des Möglichen sein. Man soll keine Qualen über sich ergehen lassen. Angemessene Askese ist irgendwo gut, aber mit der Askese ist es auch die gleiche Geschichte, wie ich das am Anfang gesagt habe. Es sind manche, soll ich sagen, Ratschläge, Lebensweisen, bestimmte Begriffe nicht für alle geeignet. Aus dem Grund, wenn der Mensch keine Voraussetzungen hat für Askese oder für andere Praktiken, dann sollte er das lieber nicht machen. Okay, weil sonst schadet er sich nur noch selber und sich selber Schaden zufügen wäre in dem Fall nicht gut. Askese, denke ich, ist mehr was für Menschen, die wirklich heilig sind. Die wissen, die mit Energien gut umgehen können, gut arbeiten können, die spüren, wenn ihre Aura schwarz wird, dann gehen sie in den Wald und praktizieren so lange, bis ihre Aura wieder weiß wird. Okay? Aber ein Mensch, der das nicht spürt, der das nicht sieht, der damit nicht so gut umgehen kann, sollte vielleicht noch ein paar Jahre warten und ein paar Jahre noch die Basics aneignen. Okay? Und die Grundlagen aufbauen für sich, damit er harte Praktiken, ernsthafte Praktiken später irgendwann mal praktizieren kann. Habt auch keine Eile, schnell nach vorne zu kommen. Je schneller ihr nach vorne kommen wollt, desto schneller wird ihr stolpern, desto schneller wird ihr bestimmte Schritte auslassen. Dann müsst ihr irgendwann mal zurückkehren. Das heißt, eure ganze Yoga-Praxis, wenn es 2, 3, 5 Jahre waren, hat wahrscheinlich nichts gebracht, weil ihr zu schnell nach vorne drängen wollt. Am Anfang ist vielleicht ein bisschen Fanatismus, wie es bei mir auch war, gut, aber bei mir war der Fanatismus in der Hinsicht, dass ich Hatha-Yoga praktiziert habe, jeden Tag 2, 3, 4, 5 Stunden und das über einen längeren Zeitraum. Okay? Ich bin nicht nach draußen gegangen und habe den Leuten das nicht als eine Wundertablette jedem in die Hand oder in den Mund gedrückt,
Das ist Yoga, das ist das Allerbeste, ihr müsst es alle praktizieren. Man muss erst seine eigenen Erfahrungen sammeln, wirklich verstehen, um was es sich hier dreht, wirklich verstehen, wie das auf den Menschen wirkt und dann langsam das vielleicht nach einigen paar Jahren auch nach außen tragen, wenn man sich so weit fühlt. Okay, gut. Hier zurück. Ahimsa ist, denke ich, verstanden von allen. Dieses Prinzip, dem Universum, mir selber, meinem Nachbarn, den anderen, den Schaden nicht zufügen und den Schaden an mir selber und den Schaden an meinen Mitmenschen auch nicht zulassen. Okay? Das ist meine persönliche Sichtweise auf dieses Prinzip. Nächstes ist Satya. Ihr könnt, wer mitschreibt, einfach einen deutschen Begriff dahinter aufschreiben. Dann könnt ihr das auswendig lernen und versuchen, das in eurem Leben umzusetzen. Ahimsa, das Nichtzufügen von Schaden. Satya ist Wahrhaftigkeit. Das ist auch eine sehr ernsthafte und schwere Geschichte, das mit der Wahrheit. Wir haben schon irgendwo hinten gehört, nicht lügen. Aber die Wahrheit, das ist so ein filigranes Ding. Man kann wirklich oft sehr schwer unterscheiden, wo die Grenze liegt. Wo habe ich gelogen, wo habe ich nicht gelogen. Und es beginnt schon, okay, das beginnt schon bei sich selber oft, dass man sich selbst anlügt über das, wer man ist, wie man ist. Dass man sich selbst anlügt und sich seine eigenen Schwächen, seine eigenen Fehler nicht zugibt. Da beginnt es schon, dass man nicht ehrlich mit sich selbst ist. Und dann fängt dieses Karussell an zu drehen, dass der Mensch sagt, vielleicht ist es bequemer, einfacher zu lügen. Die meisten lügen, weil die Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Einfach, sag ich mal, aus Feigheit. Okay, da gehört schon oft sehr viel Mut dazu, die Wahrheit anzusprechen und die Dinge so zu benennen, wie sie tatsächlich sind. Zum Schlechten schlecht sagen, zum Guten gut sagen. Die eigenen Fehler sich eingestehen, die eigenen Fehler sich auch vielleicht, nicht auch vielleicht, sondern die eigenen Fehler auch vor anderen Leuten sich eingestehen. Und dann lernen die Menschen das wie in einer Kette nach und nach weiter. Wenn sie sehen, dass jemand wirklich die Wahrheit spricht, dann sehen das die anderen. Wenn man selber ständig angelogen wird, dann erfahrt und erkennt man die Welt so, dass alles ständig aus Lügen oder auf Lügen aufgebaut ist. Und dann beginnt man selber so zu wirken, dann beginnt man selber so zu sein und irgendwo auch zu schummeln und nicht die Wahrheit zu erzählen. Aber ein sehr wichtiges, soll ich sagen, ein sehr wichtiger Aspekt dabei ist oder Vorteil, wenn man, je näher man sich an der Wahrheit hält, desto mehr Kraft baut man auf, desto mehr Kraft baut das Wort des Menschen auf, desto mehr wirkt es auf den anderen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ihr kennt vielleicht alle so Leute, die sind einfach nur Labertaschen, was gibt es noch für Worte dazu? Die einfach nur viel labern, ohne Sinn, ohne Grund, einfach stundenlang und ohne nichts, wo einfach nichts dahinter ist. Die einfach nur erzählen. Wenn man diesen Menschen zuhört, dann spürt man, dass ihre Worte kein Gewicht haben. Ob er mir jetzt eine Stunde etwas erzählt hat oder auch nicht, es hat sich bei mir nichts verändert. Dann gibt es andere Menschen, die zu einem kommen und nur einen Satz aussprechen und dann bleibt es bei dir für dein ganzes Leben. Das ist der Unterschied, weil eben im zweiten Fall dieser Mensch bestrebt ist, immer nur die Wahrheit zu sagen. Dann ist es wirklich so, dass wenn man die Wahrheit spricht, wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt kommt oder zu einem Dialog kommt oder zu einer Diskussion. Einer, der die Wahrheit spricht, der muss nicht viele Argumente sagen. Die Wahrheit bedrückt oder unterdrückt den anderen sozusagen. Der, wo auf Lüge etwas aufbaut, der ist dadurch sehr viel schwächer. Patanjali, der hier der diese Prinzipien aufgeschrieben hat, der die Yoga-Sutren aufgeschrieben hat, beschreibt auch die Wirkungen tatsächlich, wenn man in der einen oder anderen Form die Vollkommenheit erreicht hat. Er sagt, wenn ein Mensch Ahimsa in Vollkommenheit praktiziert, dann werden alle Wesen um ihn herum friedlich. Das heißt, sogar wilde Tiere greifen so einen Menschen nicht an, weil wenn er ihnen in die Augen schaut und diesen Frieden, diese Friedfertigkeit und Liebe ausstrahlt, werden sogar wilde Bestien ganz, ganz zahm. Vom Buddha weiß man ein Beispiel, vielleicht hat es auch hiermit etwas zu tun, wo er
wieder mal von Räubern. Also Räuber wollten Buddha überfallen sozusagen, irgendwo auf der Straße, weil er gepilgert hat, von einer Stadt zur anderen gezogen hat. Und einer dieser Räuber hat ihn einfach nur angeguckt, ohne viele Worte, hat er gesagt, ich werde jetzt zu deinem Schüler. Also ein Mensch, der vielleicht jemand anderen getötet hätte, ausgeraubt hätte, ist ganz zahm geworden, ist dann letztendlich Buddha gefolgt und war sein Schüler geworden. Man müsste das wirklich praktizieren, um zu erfahren, wie das wirkt. Wie man tatsächlich auf die anderen Menschen wirkt, wie man die anderen Menschen durch seine innere Beruhigung einfach auch beruhigen kann. Weil jedes Opfer trägt diesen Stempel auch in sich drinnen. Also wenn ihr angegriffen wird, egal wie verbal, tätlich oder sonst auf irgendeine Art und Weise, heißt es, der Täter, der Angreifer war mit euch in Resonanz. Um mit euch in Resonanz zu kommen, muss er die gleiche Aggression in sich haben wie ihr drinnen. Und diese Resonanz schaukelt sich dann auf und ihr werdet zum Opfer, ihr werdet zum Täter. Wenn ich diesen Stempel in mir drinnen nicht habe, kann der aggressive Angreifer mit mir diese Resonanz nicht aufbauen und dann bin ich für ihn nur wie energetisch unsichtbar sozusagen. Okay? Ihr kennt alle diese Krankheit, wenn man gemobbt wird. Das ist eine Krankheit, sage ich mal so dazu, weil die Menschen diese Opferrolle selber spielen, diese Opferrolle in sich drinnen tragen. Und diese Bullies, wie die heißen, die haben sowas wie Antennen, die spüren diese Leute auf gerade, die gerne diese Opferrolle übernehmen und greifen gerade die Leute an. Ist zwar natürlich schade, wenn man jetzt das so erklären muss, weil es wird einem so beigebracht, man muss Mitleid mit diesen Menschen haben, die wo gemobbt werden. Tatsächlich ist es aber so, man müsste sie vielleicht über einige Sachen aufklären, psychologisch mit diesen Leuten arbeiten, dass die aus dieser Opferrolle herauskommen, dass die dann nicht belästigt werden, sozusagen. Das ist zum Ahimsa, wenn man hier die Vollkommenheit erlangt. Beim Satya erhält man die, wenn man die Vollkommenheit erreicht, ist es so, dass ein Mensch, wenn er etwas ausspricht, dann wird es auch so passieren. Bei diesen Labertaschen, wie ich schon sagte, wenn er sagt, mal morgen wird bei dir so und sowas sein oder morgen mache ich so und sowas, ist es so, wenn der Mensch sich an das Satya nicht hält, ist es sehr, sehr wenig wahrscheinlich, dass es tatsächlich auch eintritt. Wenn ein Mensch, der das Satya vollkommen perfektionisiert hat, man schreibt von so einem Menschen, dass er sogar die Zukunft voraussagen kann. Deshalb hatte man sehr viel Respekt früher vor Heiligen, vor Yoga-Praktikern. Wenn sie einen Fluch aussprechen oder für dich irgendwie eine Zukunftsprognose aussprechen, wird es höchstwahrscheinlich, also wenn er im Satya drin lebt, wird es wahrscheinlich auch so sein. Okay? Das ist der Unterschied. Weil das Wort des Menschen, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr großes Gewicht dann bekommt, energetisch. Deshalb hat es diesen Vorteil, sich an der Wahrheit zu halten und die Wahrheit auszusprechen, wenn man sich dabei erwischt. Das ist eine ständige Selbstkontrolle, eine ständige Selbstanalyse, wie man spricht, was man spricht, sozusagen, und angefangen bei sich selbst, dass man zu sich selbst ehrlich ist. Gut? Okay, weiter. Asteya. Wir haben im Englischen das Wort Stil, also stehlen. Auf Deutsch ist auch so ähnlich. Dieses STE ist der Begriff dafür, dass man sich etwas aneignet, was einem nicht gehört. Und A, also Himsa ist Schaden, Ahimsa ist ohne Schaden. Okay, das ist wie normal, anormal, so auf in den europäischen Sprachen. Genauso in Sanskrit, wenn man ein A davor setzt, dann ist es die Verneinung. Also Steya stehlen, Asteya das nicht stehlen. Im Asteya ist das Prinzip, das bedeutet, dass man zum einen die Gegenstände von anderen Menschen nicht aneignet, irgendwelche finanziellen Güter, aber auch Gedanken und Ideen. Also wenn ich irgendwo einen guten Gedanken, eine Idee von jemandem gehört habe und sie als meine ausgebe und hier für euch veröffentliche, dann ist es im Grunde genommen auch stehlen. Dann habe ich es jemand anders gestohlen und gebe es für meinen aus. Genauso gibt es Beispiele, wenn man in der Arbeit eine Prämie kassiert für das, was mein Kollege sich erarbeitet hat oder was der Kollege eigentlich geschafft hat und ich kassiere vom Chef die Prämie, das wäre nach dem Asteya-Prinzip auch nicht richtig.
Okay, dass man keine Gegenstände, keine Gedanken und keine anderen Sachen oder keinen guten Ruf. Zum Beispiel jemand anders hat irgendwas geschafft, ein Projekt aufgebaut und sehr viel da reingelegt, sehr viel daran gearbeitet. Und dann kommt ein zweiter dazu und der sagt, ich habe da mitgeholfen. Ich bin auch so ein guter Kerl und so und lobt mich alle. Das wäre auch stehlen, weil er hat diesen guten Ruf sich selber nicht verdient, sondern irgendwie jemand anders entzogen und für sich selber verwendet. Okay? Dieses Prinzip, man sollte sich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist hier dieses Prinzip, Asteya. Zum anderen ist es so, wenn man Sachen stiehlt oder sich Sachen aneignet von einer anderen Person, hat diese andere Person eine bestimmte Energie, ist zum einen. Ob ich diese Energie haben möchte oder nicht, das ist was anderes. Wenn der Mensch zum Beispiel krank ist und ich klaue ihm einen Gegenstand, nehme ich ihn einen Teil seiner Krankheit weg und zieh das auf mich, dann habe ich einen Teil seiner Krankheit für mich als mein eigenes Problem, was ich bewältigen muss. Zum anderen ist es so, dass man das negative Karma des Stehlens aufbaut sozusagen. Körperlich wirkt sich das dann so aus, also das ist nicht meine Meinung, sondern das sagen die Schriften, dass der Mensch Probleme mit den Händen bekommt, irgendwie. Probleme mit den Handgelenken, Probleme mit den Fingern oder sonstige Einwirkungen. An den Händen ist es ablesbar. Zum anderen, wenn ihr dieses Karma aufbaut, kann es sein, dass jemand anders auch euch bestiehlt, wenn ihr ein Dieb seid. Okay, das ist so eine Wechselwirkung. Alles, was ich den anderen zufüge, kommt früher oder später in irgendeiner Art und Weise zu mir zurück. Okay, das müsst ihr auch verstehen, um hier dieses Prinzip euch anzueignen. Also Asteya, nicht stehlen. Weiter, Brahmacharya. Wer weiß, was das bedeutet, machen wir eine kleine Fragerunde wieder. Ja. Okay, in welcher Form? Sexuelle, gibt es auch eine andere Enthaltsamkeit als die sexuelle Enthaltsamkeit? Zum Beispiel? Beim Essen, richtig. Kannst du dein Beispiel benennen, damit es ein bisschen deutlicher wird, wie man sich beim Essen, wie man beim Essen Enthaltsamkeit praktizieren kann? Genau. Genau, genau. Gut. Haben das alle gehört ungefähr, was die Dame gesagt hat? Genau, dass man sich beim Essen enthaltsam verhält, dass man nicht wegen dem Genuss ist oder nicht wegen der Menge oder nicht, weil es so schön ist, sich einen Status aufzubauen, in das teure Restaurant zu gehen, sondern das Essen aufzunehmen, weil der Körper es braucht, weil der Körper funktionieren muss und ich führe dem Körper das zu, was der Körper braucht über den Tag. Okay? Noch Enthaltsamkeit. Also sexuell, beim Essen, noch irgendwelche Aspekte. Ja. In den Gedanken. Beispiel. Wenn man an Schmerzen denkt. Ja, gut. Ich denke schon mal, dass manche Menschen, vielleicht auch ich teilweise auch, ich nehme mich da nicht heraus, hin und wieder an Schwachsinn denken. Man kann auch sich positive Gedanken aufbauen. Bei den Gedanken enthaltsam sein, dass man diesen Gedankenprozess ein bisschen eindämmt. Für was auch das Yoga sehr gut ist, für was die Vipassana-Praktiken sehr gut sind, dass man gedanklich enthaltsam lebt. Also Danke ist auch gut. Vielleicht noch etwas? Ja. Genau, danke. Enthaltsam von Medien, Informationsaufnahme. Bitte? Ja, aber da muss man die Macht erst haben. Dann schon. Aber bei Medien, das ist um uns herum alle. Jetzt sagst du bitte ein Beispiel, wie man das umsetzen soll.
oder wie speziell, wie man nicht enthaltsam lebt und nicht enthaltsam mit den Medien umgeht in der heutigen Zeit. Ja, genau, genau, bewusst wahrnehmen, deshalb, gut, weil unser Unterbewusstsein, das ist wie eine riesen Festplatte und alles, was hier, also das ist mehr aus der Psychologie, das ist nicht unbedingt Yoga, alles, was ihr erlebt, euer ganzes Leben, das wird in eurem Unterbewusstsein irgendwo abgelegt und abgespeichert. Wenn ihr, entschuldigt mich, irgendwann Müll in euch hineinlädt, informationstechnisch, über Filme, irgendwelche Serien oder irgendwelche anderen Sequenzen aus dem YouTube oder aus dem Internet, sei es auch hingestellt, von woher diese Information speichert euer Unterbewusstsein und diese Information wirkt auch für euch dann irgendwie von innen, auf irgendeine Art und Weise. Wenn ihr euer Leben analysiert, vor allem eure Kindheit und die Filme, so Märchen, Zeichentrickfilme, die ihr in der Kindheit angeguckt habt, könnt ihr euch erinnern, wie euch das geprägt hat? So bestimmte Helden, bestimmte Bösewichte, man wollte jemanden nacheifern, nachahnen, man hat sich mit jemandem gleichgesetzt, identifiziert. Also diese ganzen Personen oder nur Helden und Schauspieler meinetwegen auch. Okay? Es wirkt schon sehr auf einen, es programmiert einen, vor allem die Medien. Leider werden die Medien auch dazu benutzt, um die Menschen zu programmieren, um die Menschen in eine bestimmte Richtung laufen zu lassen. Gut, enthaltsam auch während den Medien. Das vertiefen wir jetzt nicht, jeder weiß, worum es geht. Okay, noch ein Punkt. Ja. Konsum. Beim Konsum, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ist auch sehr wichtig, dass man beim Konsum auch bestimmte Enthaltsamkeit pflegt und praktiziert. Aber das ist auch der letzte Begriff, das schreibe ich dazu, das hat auch mit dem Konsum zu tun und mit Enthaltsamkeit speziell vom Konsum. Der heißt Aparigraha. Da kommen wir auch speziell etwas näher drauf. Also auch beim Konsum kann man enthaltsam leben. Kannst du da ein Beispiel sagen vielleicht? Ja, zum Beispiel Klamotten. Dass man sich bei Klamotten, genau. Genau, es gibt Menschen, die haben begehbare Kleiderschränke und da sind nicht unbedingt Superstars, die jeden Tag was Neues für eine neue Rolle anziehen müssen, sondern ganz normale, einfache Menschen, die kaufen nur wegen dem Haben. Ob sie dann die Kleidungen brauchen oder nicht, sei dahingestellt. Und ob es dann von normalen Leuten produziert wurde, die Kleidung, oder von irgendwelchen Sklaven in China, interessiert diesen Menschen auch nicht. Aber man muss sich auch vor Augen führen und im Klaren sein, welche Systeme oder was man finanziert mit seinen persönlichen Ausgaben, also durch das, was man kauft. Okay, weil es ist nicht immer ein schöner Weg, wie die Kleidung und Schuhe und alles Mögliche hergestellt werden. Okay, also haben wir schon einige Punkte, wo man Enthaltsamkeit praktizieren kann. Also es geht nicht unbedingt um das Sexuelle. Ich gehe jetzt aber ein bisschen darauf ein, auf die sexuelle Energie, weil darüber wollte ich auch eine alternative Sichtweise euch erzählen, als ich es vielleicht in den vorigen Jahren erzählt habe. Die sexuelle Energie ist eine der mächtigsten Energien im Universum und eine der wertvollsten Energien, die ein Mensch überhaupt besitzen kann und besitzt. Aus diesem Grund gibt es auf unserem Planeten sehr viele Systeme, auch speziell kleine Menschen, Organisationen, sehr riesige Egregoren, die an eurer sexuellen Energie interessiert sind und die alle Möglichkeiten ausschöpfen, alle Wege ausschöpfen, euch diese sexuelle Energie zu entziehen. Sexuelle Energie ist nicht einfach eine Zusammenkunft von einem Mann und Frau, sondern mit eurer sexuellen Energie baut ihr auch eure Realität auf, okay, euer Leben auf. Die sexuelle Energie ist einfach eine schöpferische Energie, die aus der neue Projekte, neue Ideen auch erschaffen werden und neue Wege für den Menschen auch sich eröffnen, sozusagen. Anders gesagt, mit Hilfe von sexueller Energie realisiert ihr bestimmte Sachen, okay? Die waren irgendwo jetzt in der feinstofflichen Welt als Idee oder Gedanke
Und dann sind sie als materiell, sie können, also ihr könnt dann diese Gegenstände greifen oder diese Sachen greifen, wahrnehmen. Wir sind tatsächlich da. Das passiert durch die sexuelle Energie. Bei den Kindern ist es klar, sexuelle Energie des Mannes und der Frau kommen zusammen und es kommt ein Leben zustande. Ein ganzes Leben, was dann 100 Jahre leben kann. Eine Persönlichkeit sozusagen. Wie passiert das? Ich habe eine folgende Theorie gehört. Die ist jetzt nur in einer Quelle offengelegt, weil es eigentlich sehr viele esoterische Schulen und sehr viele esoterische Richtungen angeht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ich werde euch jetzt diese Theorie erzählen und ihr könnt selber schlussfolgern, ob das sozusagen plausibel ist für euch oder vielleicht gar nicht aktuell ist, weil das, was ich erzähle, ist sowieso nicht für alle aktuell. Es wird das Brahmacharya in vielen Klöstern als Voraussetzung sozusagen als Voraussetzung gegeben, wenn man irgendwo, egal ob das im Buddhismus ist, irgendwo in Tibet, in Indien oder sonstige Länder, sagt man, du darfst keinen Geschlechtsverkehr haben. Dann lebt man als Mönch einige Jahre ohne Geschlechtsverkehr. Man baut aber trotzdem, weil wir ja jeder ein Generator dieser Geschlechtsenergie sind, dieser sexuellen Energie sind, baut man trotzdem ein bestimmtes Potenzial ab. Und dann gibt es ein Männerkloster mit sehr viel unverbrauchter sexuellen Energie, die sind ja dort in einem geschlossenen Raum. Und dann gibt es ein Frauenkloster, da gibt es auch sehr viel weibliche Energie, auch in einem geschlossenen Raum, die nicht irgendwo verloren wird, weil die Frauen sind unter Frauen, die Männer sind unter Männern. Dann kann es aber auch so ausgenutzt werden, dass es ein bestimmter Guru oder Aufseher von dem männlichen Kloster ist, der zieht die ganze männliche Energie, sagen wir mal 1000 Mönche, auf sich. Und dann gibt es eine weibliche Aufseherin, die im weiblichen Kloster tätig ist. Dann zieht die sexuelle Energie der 1000 Frauen auf sich. Und dann gehen sie eine tantrische Übereinkunft zusammen, realisieren diese Energie. Also zwei Personen realisieren die Energie von den 1000 Männern und von den 1000 Frauen. Irgendwo auch in ihrem eigenen Interesse. Okay? Das ist einer der Sinne, warum man diese Keuschheit, warum man dieses Brahmacharya propagiert und die Leute so leben lässt. Zum anderen ist es auch so, wenn man jetzt keine Regeln und keine Vorschriften setzt, in einem Mönchsleben oder in den Klöstern irgendwo, in den Ashrams, in den Schulen, würde da ein Affenzirkus, sage ich mal so, rauskommen. Ihr wisst schon alle, was ich meine. Jeder mit jedem und alles durcheinander. Und das ist auch sehr, sehr schädlich für die menschliche Genetik. Deshalb, wenn ihr eure sexuelle Energie realisieren wollt mit euren Partnern, das ist eure Sache. Versucht aber trotzdem eine Sauberkeit in euren sexuellen Beziehungen beizubehalten. Weil wie gesagt, je mehr sexuelle Partner, je schlechter die Energie dieser wechselnden sexuellen Partner, desto schädlicher wirkt es auf eure Genetik. Desto schlechtere Genetik gibt ihr dann euren Kindern weiter. Okay? So ein kleiner. Zum anderen ist es beim Brahmacharya so, es ist auch vielleicht wie die Askese nur für Heilige, sage ich mal jetzt übertrieben gesagt. Weil ein Heiliger kann in Keuschheit mehrere Jahre oder sein Leben verbringen und er kann diese Energie konvertieren. Wenn ein normaler Mensch wie ihr und ich lange Jahre Brahmacharya praktiziert, was meint ihr, was dann passiert? Wenn er gezwungen wird oder von irgendwelchen Dogmen, Richtlinien gezwungen wird, enthaltsam zu leben, was passiert mit ihm? Ja? Meinst du psychisch oder körperlich? Beides. Also körperlich und diese Energie, die diesen Menschen innerlich zerstören. Weil sie hat ja, einen, ja, ja, ja. Gleich, wenn der Wind ein bisschen nachlegt. Psychisch ist es so eine Sache, wenn der Mensch ein bestimmtes Trieb hat, einen bestimmten Wunsch hat und auf der anderen Seite heißt es, ich darf diesen Wunsch, diesen Trieb nicht ausleben. Ich muss das irgendwo eindämmen. Dann habe ich hier eine Richtung und dann habe ich hier die zweite Richtung. Und dann spaltet sich irgendwo die Persönlichkeit. Und das nennt man dann Schizophrenie. Zum anderen gibt es in der christlichen Welt, weil da das Zölibat vor allem im Katholizismus
also eine Regel oder eine Norm ist, dass vor allem dort sehr viele, sage ich mal, Kindsmisshandlungen, Übergriffe gibt, sehr viele Perversitäten entstehen dadurch, dass der Mensch seinen normalen, natürlichen Sexualtrieb nicht ausleben kann. Also so ein normaler Mensch, unvorbereiteter Mensch, wird dann verrückt sozusagen, nach mehreren Jahren Brahmacharya. Für einen bestimmten eingegrenzten Zeitraum ist es auch sinnvoll und ist auch sehr gut. Bei Frauen kann ich nicht sagen, ich bin keine Frau, aber für Männer kann ich das schon sagen, weil ich selber auch ein paar Jahre im Brahmacharya verbracht habe, ist es sehr gut, mit seiner eigenen Energie lernen, umgehen zu können. 2, 3, 4, 5 Jahre. Alles andere ist, wie ich schon sagte, für Heilige, für Hochentwickelte. Das ist nicht für den Alltagsverbraucher des Yoga. Okay? Um sich keinen Schaden hinzuzufügen, weil Ahimsa ist deshalb an oberster Stelle, weil es über die anderen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, bestimmt. Wenn ich mir hier Schaden zufüge, dann ist es auch wieder nicht richtig. Wenn ich beim Satya jemand anderes Schaden zufüge, weil es kann auch so sein, zum Beispiel in einer Kriegssituation, ich werde gefangen genommen von den Gegnern und er sagt, verrate mir jetzt alle die Stellungen, also deine Armee und alles, wo ihr euch wieder versteckt. Wenn ich das erzähle, dann kommen meine Freunde und meine Kameraden sozusagen zu Schaden, man wird sie umbringen. Also ist in dem Fall so, dass ich nicht unbedingt die Wahrheit erzählen muss, nur in dem Fall, wenn ich damit anderen Menschen Schaden zufüge. Das ist dann wie so eine Waage, man muss das abschätzen lernen, was in dem Fall, für den Fall spezifisch besser ist, was für den Fall spezifisch schlechter ist. Okay? Auch mit den anderen Begriffen. Mit Brahmacharya ist es ungefähr angekommen bei euch, oder? Was ich euch sagen wollte. Das ist ein Prinzip, das sollte man sich aber jetzt nicht für sein ganzes Leben als Grundlage nehmen. Es ist alles und sehr viel individuell. Bei euch und bei jedem auch. Auch bei mir. Aparigraha ist das nicht anhäufen von Dingen, was wir mit diesem Konsum oder mit diesem übermäßigen Konsum angesprochen haben, ist es so, je mehr der Mensch besitzt, desto mehr Energie braucht er, um das irgendwo aufrecht zu erhalten. Deshalb ist es oft so, nicht oft so, das ist immer so. Wir nehmen so ein Beispiel, das ist gang und gäbe, das gibt es heute, diese Beispiele gab es auch früher. Ein Mensch beginnt ein Geschäft aufzubauen, nach und nach. Vielleicht hat er irgend so ein Handwerk oder wie zu sagen, oder ein Geschäft oder was anderes oder eine Firma. Er beginnt bei Null, er hat Null Energie. Er braucht sehr viele Jahre, um dieses Geschäft größer werden zu lassen. Er wächst mit dem Geschäft mit oder mit dem Handwerk. Er hat bestimmt Mitarbeiter und er hat bestimmt auch ein großes Kapital. Er hat das Schritt für Schritt abgearbeitet und zusammen mit seiner inneren Energie ist auch sein Geschäft gewachsen. Und irgendwo vererbt er das dann seinem Kind, das dieses Betrieb nicht aufgebaut hat. Und das Kind, weil es diese Energie nicht hat, vielleicht ist es ja schon erwachsen, weil es diese Energie nicht hat, kann er mit seiner Energie dieses Geschäft oder diese Firma einfach nicht aufrechterhalten und das bröckelt einfach und beginnt wieder unterzugehen. Das passiert auch bei Schulen, das passiert, wenn man auch eine größere Summe vererbt bekommt. Wenn die innere Energie nicht fertig ist, dann ist es auch wieder so, dass der Körper nach und nach kaputt gehen kann und man zu seinem Wohl oder das Unterbewusstsein schafft es, dass man zu seinem Wohl dieses Geld oder diese Summe oder diese Firma wieder los wird. Also da gibt es hunderte Beispiele, wo dann die Kinder, nur entschuldigt mich, die Firma des Vaters versaufen sozusagen oder den Business des Vaters versaufen oder verspielen. Bitte? Was meinst du mit Schulen, wenn es bei Schulen passiert? Wenn jemand eine Schule oder Glaubensrichtung oder eine Sekte aufbaut, sozusagen, da gibt es einen Führer, also der hat bei Null angefangen und ist mitgewachsen. Okay, seine Energie ist dementsprechend auch, hat sich weiterentwickelt. Wenn es dann ein anderer bekommt, ein Nachfolger, ist es auch so, dass es ziemlich schnell alles untergeht wieder. Weil der Nachfolger nicht mitgewachsen ist, sondern das mittendrin irgendwo bekommen hat. Und dann schafft er das nicht mit seiner inneren Energie zu halten. Das ist nur ein Prinzip, wie das funktioniert. Genauso ist es mit den materiellen Gütern. Wenn man viel hat, das kostet den Menschen auch seine Energie irgendwo.
Und weil wir im Yoga die Energie irgendwo einsparen möchten, ist es so, dass wir auch diese Energie nicht für materielle Dinge verbrauchen müssen. Deshalb hat der Buddha in seinem Gebrauch nur seine Schüssel, mit der er essen gegangen ist, und seinen Umhang. Mehr hat er nicht gebraucht. Und hier, je weniger man hat, das ist auch so ein Gefühl, was keiner von euch vielleicht kennt. Vielleicht die Leute, die in Ashrams eine kurze Zeit gelebt haben, kennen das, wenn man nichts besitzt. Was ist für ein Unterschied, wenn man keine Miete zahlen muss, wenn man keine Wohnung hat, wenn man keine Möbel hat, wenn man kein Auto hat, wenn man nur ein paar Kleidung hat, seine Zahnbürste und einen Rucksack. Das ist auch ein bestimmtes Gefühl, vielleicht ein wertvolles Gefühl für manchen, dass man diesen Unterschied hat, dass es sich so sehr viel leichter lebt eigentlich in seinem Inneren, als wie man das Auto hat, was ständig kaputt gehen kann. Man hat eine Wohnung oder Haus, was ständig renoviert werden muss. Man hat vielleicht auch seine Familie, um die man sich kümmern muss. Das ist auch eine bestimmte Belastung. Ich sage jetzt nicht, dass Familie schlecht ist. Das ist auch eine sehr nützliche, eine sehr gute geistige Entwicklung für jeden Menschen. Aber das ist ein Unterschied, ob man jetzt sehr viele Sachen hat, um die man sich kümmert, oder gar nichts hat, um das man sich kümmern muss. Man lebt nur für sich selbst und man kümmert sich halt nur um den eigenen geistigen Fortschritt oder um den eigenen geistigen Niedergang und Zerfall. Weil man kann sich nach oben und nach unten genauso weiterentwickeln. Okay? Wenn man das Wort selber zerlegt, um es zu verstehen, Graha, wir vedische, wie heißt es, Astrologie betreibt, weiß, was Graha bedeutet. Wer weiß es und kann erklären? Alex. Ein Planet, genau. Ja. Was einen einnimmt, was einen anzieht. Weil ein Planet hat auch eine bestimmte Anziehungskraft, so eine Gravitationskraft. Und ein Planet hält uns Menschen sozusagen hier auf der Erde, weil er uns anzieht. Graha bedeutet einfach eine Kraft, die anzieht. Und Paar, das ist wie Paar, das ist zusammen. Apar, das ist wie apart. Auf Englisch gibt es ja dieses Wort. Apartheid, Apartment, so eine Trennung. Okay, dass man sich von diesem Anziehen trennt. Dass man nicht wie dieser Planet ist, der alles anzieht mit dieser riesigen Gravitationskraft. Viele Computer, viele Kleidungen, viele Autos und alles Mögliche. Je mehr, desto besser. Sondern auch wenn er viel hat, viel besitzt, nicht da dran hängt. Okay, weil man kann jede Zeit, jeden Tag die Sachen wieder verlieren. Und je schlimmer, je stärker man dranhängt, desto schlimmer leidet der Mensch dann. Wenn man jetzt ein bisschen spirituell sich ausdrückt, ist es so, dass der Schöpfer, Gott, der Vater, weiß, was mir zugesteht. Und er gibt mir das, was mir zugesteht. Was mir nicht zugesteht, das nimmt er mir wieder. Und ich kann ihm so viel Verantwortung über mich in die Hände legen und ihm so viel Vertrauen in die Hände legen, dass ich sage, wenn mir was genommen wird, dann musste es so sein. Wenn ich was bekomme, dann muss es auch so sein. Dann muss ich lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Okay? In dieser Hinsicht. Weil Geistigkeit bedeutet nicht Armut. Okay? Geistigkeit bedeutet, oder spirituell sein bedeutet, dass man keine finanziellen Schwierigkeiten auch erleiden muss. Ein Mensch, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist auch so. Es heißt nicht unbedingt, dass der spirituell weit entwickelt ist. Okay, weil wenn er was braucht, bekommt er das vom Universum auch. Okay, das ist Spiritualität. Wenn er ein großes, teures Auto braucht, bekommt er das. Auf irgendeine Art und Weise für ihn vielleicht unerklärliche. Okay? So muss man das auch sehen und verstehen. In dieser Richtung. Okay, wir gehen jetzt noch einmal durch die fünf Yama-Prinzipien. Ahimsa, was war das nochmal? Wer hat mitgeschrieben? Ja? Kein Schaden zufügen. Satya? Jemand anders? Aus diesem Flügel, jemand, ja, Wahrhaftigkeit. Asteya, nicht stehlen. Nicht stehlen. Brahmacharya, Enthaltsamkeit.
Enthaltsamkeit in vielen Formen, aber mit dem gesunden Menschenverstand, was ich vorher angesprochen habe. Aparigraha? Auch Enthaltsamkeit, Trennung von Anziehung. Ja, nicht anhäufen von Gegenständen. Auch von Informationen, da kommen wir wieder auf das zurück, Enthaltsamkeit bei Informationen, weil es gibt Menschen, auch ich bin teilweise so, die so riesige Stapel von Büchern sammeln, das ist halt meine Schwäche. Manche Menschen sammeln sehr viel Informationen, eine Lektion, zweite Lektion, dritte Lektion, ständig, den ganzen Tag läuft irgendwas, dieser Informationseinfluss und diese Informationsaufnahme, aber unser Verstand ist auch irgendwo ein Verdauungssystem. Man muss halt schaffen, diese Information erstmal zu verarbeiten. Man hat den ganzen Tag die Information aufgesammelt. Im Schlaf hat man ein bisschen Zeit. Da hat das Gehirn Ruhe, diese Information zu verarbeiten in seinen Träumen sozusagen. Aber es kommt sehr oft, vor allem in der heutigen Zeit, kommt das Gehirn nicht hinterher, die Information zu verarbeiten. Deshalb mein persönlicher Ratschlag, zieht euch hin und wieder mal zurück. Macht einen Tag in der Woche gar nichts, keine neuen Informationen, keine neuen Bücher, keine Lektionen. Einfach nur mal euch selbst die Stille genießen, diese Informationsstopp auch genießen. Okay? Eine Praxis dafür, eine länger währende Praxis wäre die Vipassana, wo wir dann einige Tage schweigen. Wir verschließen uns auch von diesem Informationseinfluss von außen. Wir haben jetzt 3 Tages Vipassana, was wir anbieten, und 10 Tages Vipassana. 10 Tage sind wirklich sehr gut, sehr effektiv, um mit sich selbst zu arbeiten, damit der Verstand, der Kopf die Zeit hat, viele Sachen zu verdauen. Warum macht man das mit diesem Informationseinfluss? Es gibt manchmal Situationen, die einem nicht gut gefallen, wo man sehr verletzt wird, wo man gekränkt wird, wo man sehr viele Probleme erleidet. Und man möchte sich nicht damit auseinandersetzen, mit seiner eigenen inneren Welt. Und man fängt an, mehr Informationen hier um abzuschalten, um diese innere Stimme, diese inneren Probleme nicht zu hören, begeht man halt vielleicht diesen Fehler sogar, dass man seine ganze Aufmerksamkeit nur nach außen richtet, auf die neue Information und sein Inneres nicht sieht. Aber nutzt diese Zeit, mit euch selbst etwas auseinanderzusetzen, weil früher oder später müsst ihr das machen. Und je mehr unaufgearbeitete Sachen ihr in euch trägt, desto mehr Probleme kommen auf euch zu, dann mehr und mehr. Weil das Innere, was ihr in euch trägt, zieht über das Resonanzprinzip, auch über die Realität, in der wir leben, neue andere Situationen. Es gibt den Begriff Psychotrauma, was auch sehr wichtig ist zu verstehen. Im Yoga nennt man das Klesha. Klesha sind im Yoga, mit Yogasprache erklärt, Verunreinigungen des Geistes, die einen nicht loslassen, die schmerzhaft sind. In der Psychologie gibt es den Begriff Psychotrauma. Psychotrauma, man kann das sogar aufzeichnen. Ich hatte eine saubere, gute Aura und sie wurde irgendwo eingedrückt durch eine Situation. Es gibt ja auf Deutsch dieses Wort, ich bin beeindruckt, oder diesen Begriff. Auf Russisch ist dieser Begriff впечатление. Печать ist Stempel. Впечатление, beeindruckt, das ist ein Eindruck in eurem energetischen Informationsfeld. Und leider ist es so, dass es wie ein Programm wirkt und der Mensch beginnt, dieses Psychotrauma wieder und wieder durchzuleben. Zum Beispiel. Ein Dieb ist auch nicht ein Dieb, weil er das irgendwo gesehen hat im Fernsehen, dass jemand stiehlt. Ein Dieb hat auch dieses Psychotrauma drin und der muss das, er kann nicht anders. Er muss hin und wieder diese Tat begehen. Vor allem bei schlechten Ereignissen, bei schlechten Taten ist es so, dass man irgendwo Verrat begeht und dieses Psychotrauma entsteht, beginnt man dieses Psychotrauma wieder und wieder durchzuleben. Das ist vielleicht auch ein nützliches nützliches System oder nützlicher Prozess, um das früher oder später zu verstehen. Weil warum wiederholt der Täter alles wieder und wieder? Weil er sich nicht eingesteht, dass er der Täter ist. Er nennt die Sachen nicht so, wie sie sind. Er gesteht sich seine eigenen Fehler und Schwächen nicht. Aus diesem Grund muss er das wieder und wieder automatisch begehen. Er kann nicht anders, bis er
sich selbst heilt, bis er selbst sich zugibt, dass er ein Dieb ist oder Mörder oder sonstiges ist. Okay, aus diesem Grund erlebt man diese Psychotraumen wieder und wieder, um den Grund zu verstehen. Weil man damals etwas nicht verstanden hat oder falsch verstanden hat oder falsch erklärt bekommen hat von den Menschen, die um einen herum sind, beginnt man dieses wieder, also zum Aufarbeiten, beginnt man das ständig zu wiederholen. Okay? Gut. Die fünf Yama-Prinzipien, das ist die Basis, das ist der Anfang, das ist sehr wichtig, dass ihr das versteht und begreift. Die Yama-Prinzipien, die sind ja mehr wie, nur fast Verbote ist auch ein schlechter Ausdruck dafür. Das sind Sachen, die man vermeiden sollte. Okay, darüber haben wir jetzt gesprochen. Bei den Niyama-Prinzipien sind es Sachen, die man kultivieren sollte. Je mehr, desto besser. Okay, das erste Niyama-Prinzip ist ausgesprochen wird es Shaocha. Vielleicht wird das irgendwo auch anders geschrieben, ich weiß es nicht. Shaocha oder Shaucha, übersetzt Sauberkeit. Gut, bei Sauberkeit fangen wir jetzt an. Welche Sauberkeit gibt es? Was kann man alles sauber halten? Das ist wieder eine Frage an euch. Bitte? Körper sauber halten, genau. Durch Körperhygiene. Weiter. Wie hält man den Geist sauber? Zum Beispiel, wie noch? Meditieren. Meditieren. Noch? Schweigen. Aber auch beim Schweigen passiert da oben was. Genau. Gute Sachen reinholen, negative Gedanken vermeiden. Dass man diese innere Sauberkeit beibehält. Jetzt haben wir Körper, Geist, was noch? Ha? Energie, wie hält man dann Energie sauber? Ich glaube, das ist ein bisschen... Keine negativen. Das ist ungefähr hier so gewesen, weil wir setzen jetzt die Energie mit dem Verstand zusammen. Das ist das Innere, was man nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen kann. Aber noch eine sehr wichtige Sache bei Sauberkeit. Die Umgebung auch, aber das, ich will jetzt auch ein bisschen auf was anderes raus. Das sind drei wichtige Punkte. Ha? Absichten sind auch wieder die Gedanken. Ein Handeln. Ha? Ein Handeln. Das ist mit dem Körper, das Handeln ist der Körper auch. Gewissen. Das ist diese, ha? Gewissen. Gewissen ist auch im Kopf. Reden, genau, Sprache, dass man keine... nur dreckigen Wörter in den Mund nehmen sozusagen, dass man auch sauber spricht. Also sauberes, das ist glaube ich auch im Buddhismus ist es irgendwo als Prinzipien. Sauberes Handeln, sauberes Reden und sauberes Denken. Okay? Diese drei großen Aspekte und diese drei großen Aspekte könnt ihr sehr viel mit hineinfügen. Okay? Natürlich habt ihr auch alle recht mit der Umgebung, mit der Energie, mit seinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen man interagiert. Aber das ist nun mal so, dass man hin und wieder auch negative Energien abfängt. Und im Yoga lernt man dann auch nach und nach mit der Zeit auch damit umzugehen und auch damit zu arbeiten. Das aus dem Negativen wiederum etwas Positives herauszuziehen. Irgendwo habe ich einen folgenden Spruch oder Satz gelesen. Ein wirklich weiser Mensch schafft auch aus einem Topf mit Schlangengift eine Medizin herzustellen. Damit ist es gemeint, wenn ihr in einen energetischen Sumpf irgendwo eintaucht, na was gibt es für energetische Sümpfe, wo die Energie ganz schrecklich ist, wo alle Yoga-Lehrer sagen, geht bloß nicht dorthin. Ha? Zum Beispiel Disco, okay. Ha? Wo, was? Bordell. Im Bordell, genau. Auch schreckliche Energie. Was noch? Ha? McDonald's. Im McDonald's. Meinetwegen auch, genau.
Shopping Mall. Im Shopping Mall ist auch eine schreckliche Energie, wenn man ein bisschen Feinfühligkeit entwickelt. Leider muss man da rein, leider muss man sich die Sachen kaufen und anziehen. Anders geht es auch nicht. Die ersten 3, 4 Jahre, 5, 6 Jahre würde ich euch schon raten, diese Orte zu meiden und da die auch gar nicht zu betreten, weil die ersten 1 bis 5 Jahre besteht vielleicht ja die Gefahr, sage ich mal so, besteht die Gefahr, dass man wieder zurückkehrt oder sich von diesem Weg abwendet, sozusagen. Diesen Yoga-Weg, ich nenne ihn mal so. Man muss sich wirklich reinhalten, bestimmte Sachen eingrenzen, wie ihr sagt, Disco, McDonald's, Shopping, alle möglichen energetisch nicht so positiven Dinge. Aber irgendwo, ab einem bestimmten Punkt, sage ich mal 5, 6, 10 Jahre Yoga, ist eure Erfahrung trotzdem eingegrenzt. Irgendwo. Weil ihr müsst dann mit eurem erneuerten Bewusstsein, mit eurem veränderten Bewusstsein, wenn eure Kanäle nach oben, von was wir gesprochen haben vorhin, wenn eure Kanäle nach oben gut funktionieren, könnt ihr schwer wieder runterfallen. Und dann ist es für euch so ein wirklich schwarzer Ort, energetisch dunkler Ort, mit Vorsicht zu betreten, um auch dort eure Erfahrungen zu sammeln, wenn ihr jetzt hier nicht weiterkommt. Okay? Deshalb ist es, diese ganzen Sachen, geh bloß nicht dorthin. Das ist auch nur bedingt und beschränkt für eine bestimmte Zeit. Okay? Aber im Grunde genommen, wenn einer den anderen Verbote setzt, wenn ihr euren Kindern Verbote setzt, weil es ist ja jetzt, dass wir von Yoga sprechen. Im Grunde genommen sind sehr viele Eltern, wollen das auch vermeiden, dass ihre Kinder diesen schwarzen Pfützen also betreten und dort die negativen Erfahrungen sammeln, diese Beulen sich abholen. Das ist natürlich auch gut, so muss man auch denken. Aber wenn man jetzt das ein bisschen weiter von ein bisschen höher betrachtet und oder ein bisschen breiter sieht alles, dann sind diese Verbote, sind Einschränkungen für die Entwicklung eines Menschen. Vielleicht, wir nehmen so ein fiktives Beispiel. Ich lebe hier auf diesem Planet A und ich möchte auf Planet B wiedergeboren werden. Und bei Planet A muss ich überall ein Häkchen machen, weil ich möchte unbedingt auf den Planet B. Das ist nur Fantasie, das ist Vorstellung. Sowas gibt es nicht in Wirklichkeit. Aber wir nehmen das an. Und jetzt habe ich überall meine Häkchen gesammelt. Und die Disco, die schwarze, weil der Yogalehrer hat gesagt, dort ist eine schreckliche Energie, geh bloß nicht da rein. Da habe ich kein Häkchen gesammelt. Und dann kann ich nicht auf den Planet B reinkarnieren. So theoretischerweise. Und ich muss jetzt wieder hier auf Planet A, der mir eh schon hier steht und ich habe hier eh schon alles gesehen und ich möchte endlich hier weg. Jetzt muss ich hier nochmal 100 Jahre leben und diese schreckliche Disco besuchen. damit ich endlich wieder da bin. Gesunder Menschenverstand, wirklich. Wir sind wirklich schreckliche hier Plätze irgendwo auf der Erde, sind sehr viele, wo ich euch nicht rate hinzugehen. Irgendwann, irgendwo wird euch aber euer Verstand, euer Bewusstsein sagen, ich muss jetzt nur einmal da rein, ich muss jetzt nochmal sehen, um damit wirklich abzuschließen. Weil man verbreitet hier, einen Moment noch, man verbreitet hier auch diese Angst, geh ja nicht da rein, weil das, da wird mit dir irgendwas passieren, da sind irgendwelche Geister oder Larven oder sonstiges. Und der Mensch geht nicht in die Disco. Aus diesem Grund nicht in die Disco, weil er Angst hat, dahin zu gehen. Weil jemand ihm etwas erzählt hat, dass mit ihm etwas passiert. Und wirklich, irgendwann wird vielleicht der Zeitpunkt sein, das wird nicht für alle aktuell sein, dass man reingeht und man sagt, so wie jemand es mir erzählt hat, ist es doch eigentlich gar nicht. Und ich gehe mit meinem neuen Bewusstsein rein und sage, eigentlich, ich gehe da nicht da rein, weil das ein Yogalehrer oder sonst jemand mir verboten hat oder gesagt hat, das ist schlecht, sondern ich gehe nicht mehr rein, weil es mich nicht mehr interessiert. Das ist ein ganz anderer Grund. Und das ist für euch eine innere Befreiung und Reinigung. Okay? Wenn ihr
das aus dieser, aus diesem Blickwinkel betrachtet. Ja? Ich will fragen, was ist mit der Kirche jetzt? Mit der Kirche? Bei der Hochzeit, Taufe. Bei der Hochzeit und Taufe. Oder allgemein? Das ist eine ernsthafte Frage, wie es das mit der Kirche auf sich hat. Man muss einfach sich von nichts verändern lassen. Wenn man in die Kirche reingeht, muss man, wenn man von Energie sprechen würde, muss man genauso sauber rausgehen, wie man reingegangen ist. Wir leben nun mal in so einer Welt, die christlich geprägt ist, wo um uns herum sehr viele Kirchen sind und viele Menschen auch diese Bräuche noch brauchen und auch die Kirche betreten, Hochzeiten feiern, die Kinder taufen lassen. Wenn ihr eingeladen wird, ist es für die Leute, die euch nicht verstehen, wird es eine Beleidigung sein. Also lasse ich das über mich ergehen und gehe, wenn man mich einlädt in die Kirche und gehe da rein und mache das alles mit. Weil ansonsten, wenn ich sage, ich gehe nicht da rein, warum? Naja, weil aus welchem Grund sollte man da nicht reingehen? Weil ich bin irgendwie, ich mache Yoga oder ich bin Vegetarier oder ich bin in einer Sekte. Man kann alles Mögliche den Menschen erzählen und argumentieren. Aber im Grunde genommen ist das, was der Mensch in seiner subtilen Wahrnehmung versteht, er mag mich nicht. Er kommt nicht zu der Taufe von meinem Kind, also mag er mich nicht. Egal welche Gründe du hast, nicht in die Kirche zu gehen. Die Menschen sind nun mal so und nehmen das so auf. Ihr wisst es alle, wer sich vegetarisch ernährt, ist es auch so. Oder wer keinen Alkohol trinkt, ist es auch so. Du trinkst mit mir keinen Alkohol, du magst mich nicht. Ob du wegen deiner Gesundheit, wegen deinem Glauben oder wegen irgendwas anderes dich entschlossen hast, keinen Alkohol zu dir zu nehmen. Die Menschen nehmen das, ich weiß nicht warum, leider so auf. Okay? Und man muss da wieder abwägen, was für dich besser ist. In einer Situation geht man in die Kirche, in der anderen Situation geht man nicht in die Kirche. Okay? Man muss wieder abwägen, nach dem Yama-Niyama-Prinzip beurteilen. Füge ich jemandem Schaden zu oder füge ich keinem Schaden zu? Oder mache ich einmal diese Erfahrung, nur damit die anderen Menschen sich über mich freuen? Okay? Mit dem Christentum ist es so eine Sache, ich werde jetzt nicht eine Lektion über den Christentum machen, weil das ist eine sehr lange Geschichte, man kann sehr lange darüber erzählen. Das Einzige, was ich euch ans Herz lege, ist es, das, was Christus gepredigt hat, ist diametral widersprüchlich zu dem, was die heutige christliche Kirche predigt. Was Buddha gepredigt hat, ist zum größten Teil auch diametral widersprüchliches und was anderes, was die heutigen Buddhisten predigen und, wie soll ich sagen, naja, ausbreiten, weitergeben. Deshalb ist es so, wir haben am Anfang davon gesprochen, jeder sollte sich seinen eigenen Kanal nach oben aufbauen. Buddha und Christus haben es geschafft, andere Menschen müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie über andere Kanäle ihre geistigen Erfahrungen sammeln oder irgendwie nach oben die Verbindung aufbauen. Im Idealfall jeder seinen eigenen Kanal, im Idealfall jeder seine eigene Religion, jeder seine eigene Glaubensrichtung. Das wäre richtig, aber so weit sind wir noch lange nicht und wir müssen uns irgendwie auch anderen Informationsquellen bedienen, sozusagen. Okay? Weil jeder im Grunde genommen müsste seine eigene Verbindung mit dem Schöpfer dann haben, im Grunde. Und dann so viel zu den Kirchen, weil sehr viel wird auch interpretiert sozusagen vom Menschlichen hier. Weil es ist ja auch, jetzt haben wir hier nur knapp 30 Menschen. Wenn ihr jetzt rausgeht und ein Interview gibt, wird jeder von euch etwas vollkommen anderes erzählen. Jeder wird von euch etwas vollkommen anderes verstanden haben. Genau so ist es mit den Religionen. Es war ein Mensch da, er hat etwas erzählt, man hat es aufgeschrieben viele Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte später. Und im Grunde genommen wisst ihr, wie das funktioniert. Wir können, wenn wir die letzten 70 Jahre nehmen, wir wissen nicht mal tatsächlich, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Wissen wir nicht, tatsächlich. Es gibt sehr viele Annahmen, sehr viele Theorien. Und jeder spricht etwas anderes. Aber im Grunde genommen sind es auch sehr viele widersprüchliche Theorien. Wenn man von Christentum spricht, waren es 300, 400 Jahre, wo man angefangen hat, etwas aufzuschreiben. In einer Zeit, wo es keine Medien oder Speichermedien gegeben hat, wie es heute, wo man auf Papyrus oder auf Blättern geschrieben hat. Oder durch, ja, von Wort zu Wort die Sachen weitergegeben hat. Also so
einen Blickwinkel möchte ich euch vermitteln auf die ganzen Lehren, auf die ganzen Religionen. Und ich komme wieder zu dem zurück, wo ich angefangen habe, mit dieser kritischen Betrachtung, mit der eigenen Erfahrung. Es ist nichts Schlechtes daran, Christ zu sein oder einer anderen Religionsrichtung anzugehören. Es gibt einen Menschen, der hieß Ramakrishna, von dem gibt es ein gutes Buch auf Russisch, bestimmt auch auf Deutsch und in anderen Sprachen. Ich erzähle euch von ihm die Geschichte. Ramakrishna hat in Indien gelebt vor 100, 120 Jahren ungefähr. Und weil nach Indien der Einfluss vom Islam auch reingekommen ist, hat er einmal einen Islamgelehrten getroffen. Ramakrishna war ein sehr gläubiger Mensch. Er hat so den Samadhi-Zustand oder den Zustand der Erleuchtung über die Mutter Kali, also über seine hinduistische Religion, über seine hinduistische Glaubensrichtung schon mehrmals erreicht. Er war praktisch ständig in diesem Connect nach oben und dann wollte er eine andere Glaubensrichtung ausprobieren. Und dann hat er sich den Islam zu eigen genommen für einige Wochen und hat seinen hinduistischen Glauben abgelegt und hat über Gebet aus dem Koran wahrscheinlich, über die Lehre des Islam hat er praktiziert, hat er den gleichen Erfolg erreicht, hat er auch diesen Kanal nach oben aufgebaut, war er im Samadhi. Dann ist er wieder zu seinem hinduistischen Glauben zurück. Eine kurze Zeit später ist ein christlicher Prediger zu ihm gekommen, hat ihm die Bibel offenbart und damit diese christliche Lehre offenbart. Und dann hat Ramakrishna wieder seinen hinduistischen Glauben für ein paar Wochen abgelegt und hat über den Christentum praktiziert, über christliche Gebete, über die Energie vielleicht von Jesus, ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle hat er dort den gleichen Status erreicht und die gleiche Verbindung zum Schöpfer erreicht. Es ist nicht wichtig, welchen Weg ihr geht im Grunde genommen. Das Ziel ist sowieso das gleiche. Egal wie ihr das auch nennt, ihr müsst dort ankommen, wo halt alle ankommen müssen zum Schluss. Okay, im gleichen Ziel. Jetzt kehren wir wieder zu unserer Lektion zurück. In den Gedanken, in der Sprache, im Handeln. Äußere Sauberkeit, dass man seine Wohnung, sein Umfeld, in dem man lebt, seinen Arbeitsplatz sauber hält. Weil Sauberkeit, Ordnung ist eine gute Energie, gute Vibrationen. Unordnung und Chaos ist schlechte Energie, schlechte Vibrationen. Ein Beispiel, um sich das vorzustellen. Ein Zimmer, wo alles so durcheinander liegt, Berge von dreckiger Kleidung und alle möglichen Gegenstände, wahllos verrückt sozusagen, die dort aufgestellt sind. Ihr möchtet euch dort ausruhen. Ein zweites Zimmer, helles Licht scheint herein, sehr wenig Möbel, alles aufgeräumt, nichts liegt herum, ein guter Duft, alles hat seinen Platz und Ordnung. Spürt mal diesen Unterschied selber. Also ihr konzentriert euch auf das unordentliche Zimmer, auf das ordentliche Zimmer. Und das so ein bisschen sozusagen durchzumeditieren. Und man kann durch sein inneres Gespür gleich sagen, in diesem ordentlichen Zimmer kann man sich viel besser ausruhen, entspannen und wieder Kräfte sammeln, als wie in diesem Zimmer, wo Chaos herrscht. Okay? Und so sollte man um sich herum ständig Ordnung schaffen und Sauberkeit schaffen. Egal, wo ihr seid. Im Inneren durch die Praktiken von Shatkarma, dass man den Körper reinigt durch Fastenkuren, durch Reinigungstechniken. Da gibt es viele verschiedene mögliche Varianten, wie man seinen Körper im Inneren auch sauber hält, nicht nur außen. Und das könnt ihr selbstverständlich auch verwenden. Je sauberer ihr im Inneren eures Körpers seid, desto sauberer sind eure Gedanken. Wer gefastet hat, wer weiß, wie das funktioniert, er wird auch mir sozusagen mit mir mitsprechen können. Je weniger im Bauch, je weniger im Verdauungssystem, desto besserer und reiner sind auch die Gedanken dadurch. Man kann das auch nutzen, um die Sauberkeit des Verstandes irgendwie zu bekommen, dass man eine Diät macht oder eine Fastenkur macht. Schaut, das ist der Anfang. Hier, wie ich schon sagte, je mehr Sauberkeit, desto besser. Als nächstes Santosha. Santosha bedeutet einfach glücklich sein. Ohne irgendwelchen Grund, nur aus dem Grund, weil man glücklich sein will. Glücklichkeit, Zufriedenheit,
mit dem, was gerade passiert. Oft ist der Mensch so, wenn ihm die Situationen, die ihm umgeben, nicht gefallen, beginnt er zu schimpfen. Die sind schuld, das System ist schuld und irgendwelche Freimaurer sind schuld und irgendwelche sonstigen Systeme oder Dinge sind schuld. Das ist sehr, sehr leicht. Aber wenn man in einer Situation sich befindet, muss man wirklich am Anfang immer bei sich selbst anfangen. Im Grunde genommen gibt es keinen anderen, der schuld ist an meiner Situation, nur ich selbst. Weil nur ich selbst kann daran was verändern. Die ganzen Sachen, die ich benannt habe, die können für mich nichts tun, auch nichts verändern. Nur ich selber, wenn ich mich irgendwie beim Schopf packe und wirklich anreiße und wirklich für mich gute Situationen schaffe, ein gutes Umfeld, ein gutes Leben für mich schaffe. So dazu. Und so ein Mensch, der Yoga praktiziert und das Santosha auch praktiziert, der ist eigentlich mit allem glücklich, was um ihn herum passiert. Weil er auch aus dem Negativen, was ein normaler Mensch als negativ sieht und erachtet, kann er für sich trotzdem positive Schlussfolgerungen ziehen, kann er für sich positive Lektionen aus diesen Situationen ziehen. Okay? Weil wenn etwas Negatives passiert, dann heißt es, ich muss irgendwie weiter wachsen, ich muss etwas verändern. Also so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Okay? Dafür sind für uns die negativen Situationen da vom Universum, um uns nach vorne zu bringen, um uns irgendwie, weil wir im Guten ja oft nicht weiter wachsen wollen, weil wir im Guten uns nicht weiterentwickeln wollen, wir brauchen auf diesem Planeten leider immer einen Stock und einen magischen nur Arschtritt, sagt man ab und zu, okay, damit wir uns verändern zum Positiven. Deshalb gibt es bestimmte Strukturen, Instanzen, manche würden sagen, das sind die Dämonen. Manche sagen, die Dämonen sind brave Soldaten Gottes, weil die Dämonen die Heiligen ins Paradies treiben. Also sind Kräfte und Menschen, Mächte, die wir als böse ansehen, das müssen wir uns zunutze machen, weil nur die können uns auf unsere Schwächen zeigen. Unsere Freunde, unsere Gleichgesinnte, die Leute, die halt, mit denen wir guten Kontakt haben, guten Bezug haben, können nicht unsere allen Schwächen aufweisen, sozusagen. Dafür sind sie da. Wenn wir die Schwächen sehen, können wir diese Löcher sozusagen stopfen und uns selbstständig verbessern. Santosha, Zufriedenheit. Okay, einfach, man muss nicht einen Grund suchen, weil viele Menschen suchen sich einen Grund, vielleicht im Alkohol oder in Drogen oder in anderen Begierden und Gelüsten. Wenn sie das bekommen, sind sie glücklich. Wenn sie das nicht bekommen, sind sie traurig. Und das ist dann wie so ein Schneeball, was sich aufrollt. Man braucht dann immer eine höhere Dosis. Wenn man von Perversitäten spricht, braucht man immer eine schlimmere, psychisch schlimmere Perversion, um wieder irgendwie Glück oder Zufriedenheit zu bekommen. Wenn man es schafft, ohne Grund glücklich zu sein, braucht man diese Stimulatoren nicht, wie Drogen, Alkohol oder andere Sachen, um glücklich zu sein. Okay. Oder man kann sich einfach einfache Dingen erfreuen, den Mitmenschen erfreuen, die Natur erfreuen, der Sonne, Himmel, Erde und alles. So, das sind die Kleinigkeiten, wo man sich darüber auch freuen kann, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen chemischen Mittel einnehmen muss. Zufriedenheit, Glückseligkeit vielleicht auch, Santosha. Nächstes, Tapas. Tapas ist wieder Askese, ist wieder Arbeit an sich selbst. Tapas ist auch diese Einschränkung irgendwo, wovon wir gesprochen haben, diese Enthaltsamkeit irgendwo. Tapas ist auch Anstrengung, dass man etwas bewältigt oder dass man etwas schafft. Also nicht nur im Yoga, auch im Alltag, im Beruf, in der Schule. Wenn man etwas erreichen möchte, muss man auch nur Tapas betreiben sozusagen oder Tapas aufbauen. Das hier ist eben diese Einschränkung, diese freiwillige Askese, die man über sich ergehen lässt. Zum Beispiel, wenn ich für die Prüfung lerne. Ich sitze da Tag und Nacht, studiere, lese, ich will das alles merken, speichere irgendwo. Das ist auch, ich betreibe auch Tapas. Je mehr ich Tapas betrieben habe, desto bessere Note bekomme ich letztendlich. Nur theoretischerweise. Wenn ich Geld spare für etwas Größeres, muss ich auch irgendwo Einschränkungen zuerst über mich ergehen lassen,
ich muss dieses Geld ansammeln irgendwo, ich verzichte auf bestimmte Dinge, bis ich mir etwas Größeres, wenn ich angespart habe, leisten kann. Im Yoga ist es auch so, je mehr Energie man akkumuliert, auch wiederum durch Tapas, durch Einschränkungen, durch das nicht nur Ansammeln von Energie. Ansammeln muss man die Energie nicht, man muss den Verlust von Energie eindämmen. Die Energie kommt von selber, weil wir ja sie akkumulieren. Und durch dieses Verschließen von Energieausfluss, der Verlust von Energie, sammeln wir dieses Tapas an und können besser, intensiver und interessant auch unser Leben, unseren Alltag gestalten. Jeder von euch, der im Leben schon was erreicht hat, egal berufsmäßig, privat, beziehungsmäßig, in der Schule auch, jeder weiß, wovon ich spreche. Um etwas zu bekommen, hinterher muss ich auch sehr viel investieren. Im Yoga ebenfalls auch. Man muss sich anstrengen, man muss Zeit, Kraft, Energie investieren, um letztendlich auch etwas zu erreichen. Und von Zeit meine ich nicht nur, dass man die Zeit, die man sich in der Woche oder am Tag nimmt, sondern die Zeit, wenn man jetzt Jahre betrachtet, wenn man 5, 6, 10 Jahre lang praktiziert. Das ist auch eine Zeit, die man aufgewendet hat für etwas. Und je mehr Zeit, desto mehr bekomme ich hinterher raus. Wenn ich das ordentlich mache, wie gesagt, dieses Prinzip am Anfang, dass man seine individuelle kleine Heiligkeit nicht verliert durch irgendwelche Taten, die nicht angemessen sind. Okay, dass man diesen Deckel sich selber nicht verschließt. Okay, dass man diesen Bezug nach oben beibehält. Viertes Prinzip, Svadhyaya. Svadhyaya bedeutet Selbststudium. Yoga ist ja auch Selbsterkenntnis, schreibt man oft. Erkenne dich selbst, solche Ausdrücke hat jeder von euch schon oft gehört. Das Yoga ist auch eine Möglichkeit, über sich selbst mehr zu erfahren, als man vorher vielleicht wusste. Das Allereinfachste ist, ich stelle mich auf die Matte und ich gucke, wie weit ich mich nach vorne beugen habe. Wie weit ich mich nach vorne beugen kann. Das ist auch schon Selbsterfahrung. Weil vorher habe ich es nicht gewusst, ich mache es, jetzt weiß ich es. Wie ich mich seitwärts beugen kann, das ist ja auch schon wieder eine neue Erfahrung. Weil vorher habe ich nicht gewusst, wie weit ich zur Seite gehen kann oder wie weit ich im Spagat gehe. So beginnt es. Im Weiteren erfahre ich mehr über meine Emotionen. Ich betreibe Selbstanalyse und gucke, auf welchen Menschen reagiere ich mit welcher Emotion. Aha, ich speichere das ab. Auf welche Situation reagiere ich mit welcher Emotion? Aha, ich lerne das auch. Ich lerne mich selber kennen. Im Grunde genommen, wenn ich mich selber gut kontrollieren kann, auf der Matte sind das die Asanas. Ich weiß, dass ich einen Spagat kann, ich mache einen Spagat. Mit den Emotionen ist es so, ich weiß, dass ich auf diesen Menschen so reagieren kann, ich möchte das aber nicht. Ich schalte in mir einen anderen Prozess ein und ich reagiere auf den Menschen so, dass es für mich günstiger ist. Dass ich nicht in Wut ausbreche, dass ich nicht in Trauer ausbreche, sondern dass ich irgendwo meine Mitte beibehalte. Dass ich auf die andere Situation mit Freude reagieren kann. Das ist auch Selbstbeherrschung irgendwo im Grunde genommen. Das fängt aber an beim Selbststudium. Weiter im Verstand, bei Meditationen, bei Vipassanas, dass ich lerne mit meinem Verstand umzugehen. Dass ich gucke, wie weit der Verstand geht, was dort alles passiert. Wie er funktioniert, wie ist seine Natur. Wie reagiert er auf mein Zutun, ob ich mit meinem Verstand irgendeine Abmachung treffen kann, zum Beispiel jetzt bist du für eine Minute leise. Sowas mal ausprobiert. Eine Minute ist schon mal gut, wenn der Verstand leise sein würde. Zum anderen bedeutet Svadhyaya auch die Erfahrung, nicht nur von mir selbst, sondern meines Umfeldes, des Universums, das Selbststudium von bestimmten Schriften, Lehrbüchern, Philosophien, alles, was ihr unter die Hände bekommt, solltet ihr alles erlernen, alles aufgreifen, um diese Welt besser verstehen zu können. Weil es gibt diesen Begriff Jnana Yoga, das ist Yoga des Wissens. Ich kann jetzt auf der Matte Yoga praktizieren, das ist Yoga. Ich kann über Bücher wissen, über Philosophien, ohne dass ich Körperübungen mache. Jnana Yoga ist auch Yoga. Obwohl ich irgendwo in meiner kleinen Kammer sitze oder in meinem Zimmer und studiere Bücher. Aber richtige Bücher, Bücher, die objektiven Gesetze des Universums vielleicht
nur aufweisen oder offenlegen, Bücher, die mir helfen, ein besserer Mensch zu sein, die mir helfen, besser nach vorne zu kommen, mehr im Leben zu schaffen, okay, solche Sachen. Dass man das studiert, erlernt, sich zumindest dafür interessiert, das ist auch Svadhyaya, das gehört zum Niyama dazu. Hier, ich wiederhole es nochmal auch, je mehr, desto besser. Und das fünfte Prinzip, es steht zum Schluss, das zehnte von den Yama-Niyama-Prinzipien und auch das wichtigste, sage ich mal so, das ist Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Ishvara, wir kennen diesen Begriff, wir hatten schon mal gehört. Alek auch und Alexander. Du zuerst. Ha? Gott oder Gebieter. Genau. Okay. Gott, Gebieter. Ishvara, benutzen wir das Wort Schöpfer dazu, dass jeder weiß, worum es geht. Ishvara ist der Schöpfer, weil wenn man von Gott spricht, früher war es ja so, wie ihr auch wisst, man hat gesagt, Gott ist vom Himmel gekommen und hat uns etwas unterrichtet. Wenn wir, angenommen, wir würden im Leben noch nie ein Flugzeug zu Gesicht bekommen oder noch nie einen Hubschrauber, wir würden unsere, naja, wie alt sind wir alle, so 20, 30, 40 Jahre nur auf dieser Wiese leben und unsere Erfahrung würde sich mit dieser Wiese eingrenzen, okay? Dann kommt ein Mensch, Hubschrauber haben wir irgendwo dort auf der Erde. Kommt einer mit dem Hubschrauber, setzt sich hier hin und mit unserer Erfahrung nur von der Wiese würde er auch für uns ein Gott sein. Weil der hat ein Fluggerät, der ist hier runtergekommen und der weiß mehr als wir. Weil er weiß, was hinter den Bergen ist. Wir wissen es ja nicht, wir sind durch diese Wiese beschränkt. So hatten frühere Zivilisationen oder Menschen Besucher besucht, sagen, sei es irgendwo aus diesem Bereich dieses Planeten oder von anderen Planeten. Es waren aber Besucher, die wir Menschen ausgeschaut haben, die vielleicht etwas verändert. Das waren für die Götter. Die haben für sie bestimmte Schriften auch auf die Erde runtergebracht, bestimmte Verhaltensgrundsätze, bestimmte Richtlinien, bestimmte Philosophien. Und diese Kreaturen ist ein schlechtes Wort, ein beleidigendes. Diese Wesen, sage ich mal so, waren für diesen Stamm oder für diese Volksgruppe dann die Götter. Aber das ist nicht der Gott, der das Universum geschaffen hat. Das ist nicht der Gott, zu dem man beten sollte. Weil diese Götter, die Götter, die dann umeinander fliegen und hier und dort landen, vielleicht auch nicht landen, die lehren dann diesen Stamm oder diesen Menschen, ihn als Gott anzubeten und benutzen die Energie dieser Menschen oder dieser Volksgruppen, um sich selbst weiterhin zu realisieren. Das passiert auch sehr oft, das wird in vielen Büchern beschrieben. Dann habt ihr aber auch ein Zwischenglied zwischen euch und dem Schöpfer. Ihr habt irgendwo diesen Gott oder Halbgott oder ein sehr weit entwickeltes Wesen, was vielleicht ein halbes Universum, ein paar Planeten besitzt oder irgendein Sektor in unserem Universum beherrscht oder nur diesen einen kleinen Planeten beherrscht. Wenn ihr ihn als Gott erachtet und euch zu ihm als wie zum Gott hinwendet, ist dieses Zwischenglied, das ist dann wiederum wie ein Filter. Ihr könnt euren direkten, geraden Kanal nach oben nicht aufbauen dadurch. Darum würde es aber gehen, dass ihr ohne Zwischenglieder nach oben zu kommunizieren lernt. Ohne irgendwelche Gurus, Priester, Pfarrer, Halbgötter oder sonstiges. Euren direkten Weg nach oben nur zum Ishvara aufbaut. Ishvara Pranidhana bedeutet einfach, dass der Mensch alles, was er verlebt, seinen ganzen Alltag, dem Schöpfer wendet. Er ist sich bewusst, dass jemand, dass ein Wesen, das alles geschaffen hat. Und in diesem Bewusstsein sagt er, wenn du das für mich geschaffen hast, ich sammle hier meine Erfahrungen, das ist diese Spielwiese, in der mein Geist, meine Seele weiter wachsen können. Deshalb bin ich zu meinem dankbar für das alles. Zum anderen
weiß ich, wem das alles gehört, wem das alles zusteht. Ich weiß, wer mir diesen Körper geschenkt hat. Ich weiß, wer mir diesen Verstand geschenkt hat und diese Augen geschenkt hat. Und ich lebe so meinen Alltag, okay? In dem Bewusstsein, dass ich mit Gott verbunden bin, dass ich innerhalb seiner Schöpfung existieren darf und dass hier eigentlich der Herr diesen großen Haus und dieser großen Schöpfung ist. Ishvara Pranithana ist auch das Hinwenden an Gott, das sozusagen das Anbieten seiner Taten, seiner Handlungen, seiner Wörter, seiner Gedanken ihm als Schöpfer, als Vater und als Herr dieses Großen und Ganzen. Und alles, was ich dann mache, wenn ich eine gute, positive Energie aufbaue, kann ich dann auch ohne Bedenken weitergeben und weiterschenken. Weil ich dann weiß, ich habe nichts verloren, weil im Grunde genommen existiert hier außer mir nichts, also es ist alles ich, ich bin ein Teil des Ganzen und so weiter. Und deshalb scheue ich nicht, meine guten Emotionen, meine gute Energie, meine guten Vorsätze und Ideen mit anderen zu teilen. Wann, indem ich anderen helfe, habe ich im Grunde mir geholfen. Indem ich mich selbst entwickle, entwickle ich auch also diese ganze Struktur, die wir als Schöpfer bezeichnen. Indem ich helfe, anderen Menschen sich zu entwickeln, helfe ich auch diese ganze Struktur, die wir als Gott bezeichnen, besser zu werden. Und im Grunde genommen geht es im ganzen Universum es geht darum, sich zu verbessern, besser zu werden, mehr zu wissen, mehr Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Und dafür sind wir auch alle da, dafür haben wir uns hier alle versammelt in diesem Kreis.